Als Christen stellen wir oft fest, dass es immer und immer und immer wieder in unserem Leben diese Herausforderungen, Schwierigkeiten, Probleme gibt, die uns irgendwie so stretchen. Gegenwind. Dinge, die wir gerne umgehen würden. Dinge, die wir gern gelöst haben würden und wo wir gar nicht wissen, warum Gott uns immer und immer wieder zulässt, dass uns das begegnet. Wir wären so gerne los. Viele, viele kleine Schwierigkeiten, die uns jeden Tag begegnen. Ich habe von einem interessanten Experiment gehört, was Wissenschaftler gemacht haben vor Jahren. Und zwar haben sie eine künstliche Atmosphäre geschaffen, so eine Art Glaskugel. Und da also groß, richtig Bäume gepflanzt und eine richtige kleine Welt nachgebaut. Und alles war gut, alles funktionierte, bis sie auf einmal festgestellt haben, dass die Bäume unter ihrem Gewicht zusammenbrachen. Die Bäume gingen kaputt. Und es wurde untersucht und sie stellten fest, es lag daran, dass es unter dieser Glaskuppel keinen Wind gab. Man untersuchte das und stellte fest, dass der Wind für die Bäume lebensnotwendig ist. Sie werden jeden Tag ständig in alle möglichen Richtungen bewegt und im Zellbereich, im Molekularbereich ist das lebensnotwendig für die Bäume, damit sie standhaft sind. Das ist wie Training, wie Muskeltraining für den Baum. Er baut sozusagen Muskeln auf, um zu stehen, um bestehen zu können, um auch einmal wirklichen Stürmen in seinem Leben bestehen zu können. Und das ist ein interessantes Bild. Der Wind, der uns entgegenbläst, der Gegenwind, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen sind vielleicht genau so ein Training in unserem Leben, damit wir standhaft sind, damit wir belastbar sind, damit wir das tun können, was Gott möchte, dass wir tun sollen. Weißt du, stell dir vor, wir wären von allen Schwierigkeiten und allen Herausforderungen und allen Problemen frei. Es gibt Menschen, die so leben können. Das sind häufig sehr undankbare, sehr verwöhnte, sehr mürrische, unglückliche Menschen. Und sie haben dieses Training nicht. Sie sind nicht belastbar. Der Herr weiß aber, was wirklich notwendig für uns ist. Und vielleicht siehst du die kleinen und vielleicht auch größeren Schwierigkeiten und Herausforderungen deines Lebens einmal unter diesem Gesichtspunkt. Ein Training des Herrn, um dich zu einem stattlichen Baum werden zu lassen, der viel Frucht bringt, der belastbar ist, der schön ist in seinem Garten. Der Gegenwind, der dir entgegenbläst, ist vielleicht nichts anderes als das gnädige Training des Herrn. In dem Sinne glaube ich, Gott hat viel mehr für dich.